Herr Oberbürgermeister Link, sehr geehrter Herr Schröpfer, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich danke recht herzlich, dass ich im Namen der Köhler-Ospach-Stiftung hier an dieser Stelle zwei, drei Sätze sagen darf und in erster Linie dem heutigen Musikpreisträger herzlich gratuliere für diese hohe Anerkennung der Stadt Duisburg. Lassen Sie mich versuchen, einen Gedanken heute Morgen vorzutragen. Wir ehren eine künstlerische Darstellungsform, die vielleicht viel zu selten im Mittelpunkt steht, obwohl sie uns doch so nah ist, Menschen lieben es zu tanzen. Sie wissen, dass Tanz ihnen Glück, Trost, Freude bereiten kann. Als eine künstlerische Form gibt es großen Werken wie den Werken von Martin Schlepper Raum und Ausdruck. Aber je individuell, auch als Laie und Amateur, wissen wir darum, dass für uns selbst auch der Tanz ein Stück weit große Freude und Befriedigung bedeutet. Als eine Stiftung, die sich um bürgerschaftliches Engagement kümmert, der wichtig ist, bürgerschaftliches Engagement zu fördern, schauen wir manchmal auf dieses ehrenamtliche Engagement aus einer Perspektive. Wir schauen auf die Perspektive, wir tun etwas für den anderen. Wir tun etwas für die Gemeinschaft, für die Integration der vielen Menschen, die zu uns kommen. Oder wir tun etwas für die gemeinschaftsbildende Funktion von Kultur. Ich glaube, wir können noch eine andere Perspektive einnehmen, nämlich wir tun auch etwas für uns, um uns selbst, um selbst daran mitzuwirken, wie diese Gemeinschaft, wie diese Stadt, in der wir leben, aussehen soll. Es ist auch in unserem Interesse und nicht nur im Interesse der anderen. Es ist auch für uns wichtig zu wissen, dass gemeinschaftsbildendes Engagement, das Gemeinschafts- und Bürgerschaftsengagement Freude bereitet. Glück und Trost. Und ich finde es deswegen halt auch gut, dass die Köhler-Ospach-Stiftung einen Förderkreis hat, einen Förderkreis mit Herrn Liedrichs als Vorsitzenden, der die Möglichkeit gibt, Ihnen zum Beispiel auch Mitglied zu werden und auch Gutes zu tun und helfen, Gutes zu tun. Freude und Schönheit tanzen immer an jenen Orten, wo Augen sich offen begegnen, wo diese Augen sich auf Augenhöhe offen begegnen. Es tut gut, Gutes zu tun, und ich lade Sie alle dazu ein, Gleiches zu tun. Dankeschön.